angekommen. Wjesław ist gerade aus Deutschland zurück. An Bord hat er eine volle Ladung Sperrmüll. Die Fahrt war lang und jetzt ist er richtig müde. Aber die Ware soll schnell in den Verkauf. Volles Auto, aber so richtig zufrieden ist er nicht. Es fehlt mir diesmal an dem ganzen Kleinkram, der sich eigentlich am besten verkauft. Das ganze Auto sollte auch damit gefüllt sein. Na gut, hier sind einige Matratzen. Das hier vorne ist so ein Schränkchen. Die packe ich normalerweise mit kleinen Dingen voll. Der hier ist aber leider komplett leer. Hochbetrieb in Tschatsch. Das polnische Dorf der Dinge füllt sich auf. Tschatsch ist ein kleines Dorf in der Nähe von Posen. Im Lauf der Jahre hat sich dieser Ort zum größten Marktplatz für Sperrmüll und Antiquitäten in ganz Polen entwickelt. Überall sind neue Verkaufsflächen entstanden, in Zelten und Hallen. Seinen besten Fund möchte Wjesław vorsichtig ausladen. Einen Sekretär aus Eschenholz. Das stand so an der Straße als Sperrmüll. Da hat mich der Besitzer gesehen, dass ich mich für diesen Sekretär interessiere. Er kam raus und fragte, ob er mir helfen könnte, ihn aufzuladen, damit er nicht beschädigt wird. Die Besitzer laden uns oft in die Wohnung ein, zeigen uns ihren Keller oder den Hof, wo sie etwas lagern, was sie loswerden wollen. Wenn sie erfahren, dass daraus noch etwas werden kann, schenken sie es uns gern. Wjesławs Frau Magda und der Schwiegervater packen mit an. Das hier ist ein echtes Familiengeschäft. Kleinkram, den er diesmal kaum dabei hat. Trotzdem freut sich Magda. Selbstverständlich ist es toll, dass er wieder da ist. Ich vermisse ihn sehr. Ich sehe Wjesław 5 lange Tage nicht. Dann kommt er fürs Wochenende und fährt gleich wieder weg. Da tut mir das Herz wirklich weh. Es ist sicherlich kein leichtes Brot, sondern schwere Arbeit. Ihr Verkaufsraum ist ein großes Zelt. Alles hier drinnen kommt aus Deutschland. Mein Mann bringt verschiedene Sachen mit. Bei manchen denke ich mir, das wird sich nicht verkaufen. Aber dann kommt ein Kunde und sagt, wow, das ist genial, das passt bei mir hervorragend ins Zimmer. Weiter hinten stehen die Möbel, Stühle und Tische. Selbst so ein altes Bett verkauft sich noch. Das bekommt neues Leben, nach dem eigenen Geschmack. Eine Kundin hat sich auf so ein Bett überall Blumen draufgemalt. Das sah dann echt klasse aus. So viele Dinge werden im reichen Westen weggeworfen. Eigentlich ist es alles Verschwendung. So ein Verhalten nach dem Motto, ich habe so viel Kohle, da kaufe ich mir einfach was Neues. Wir Polen haben mehr Sinn für alte Gegenstände und Ideen, wie man sie erneuern oder wiederverwerten kann, damit sie schön bleiben. Der erste Verkauf heute. Sie wollen das Pink-Poster haben, das Ihr Mann gerade mitgebracht hat. Feitschen um den Preis. 50, 20, 30 Zloty, Deal. Für 7 Euro wechselt es den Besitzer. Das ist für die Tochter meiner Freundin. Die steht total auf ihre Musik. Kunden kommen noch in Corona-Zeiten, aber es sind deutlich weniger geworden, das spürt der 50-Jährige.
Vor einem Jahr, als die Menschen noch ihr Geld und ihre Jobs hatten, haben sie uns alle besucht. Und jetzt, nach einem Jahr Pandemie, muss ich sagen, dass der Kundenverkehr um etwa 70% zurückgegangen ist. Warten auf Interessierte. Auch wenn im Moment weniger los ist, bereut der gelernte Koch seinen Wechsel in das Geschäft mit deutschem Spermel nicht. Vor etwa 20 Jahren kam jemand auf die Idee, alles unter einen Hut zu packen und die Händler der gesamten Gegend in Tschatsch zu versammeln. Dann kamen immer mehr Händler dazu. Das war wirklich eine Top-Idee. Rafał Gebiorczyk war einer der Ersten, der hier mit dem Handel begann. Er ist gebürtig aus Tschatsch und hat sich auf Antikes spezialisiert. Seine Ware holt er sich aus ganz Europa. Das habe ich alles bei einem Belgier gekauft, der in Frankreich mit einem großen LKW rumreist. Ich kaufe oft bei ihm ein, zu sehr freundlichen Preisen. Die Tür klemmt ein wenig und da müssen noch die Bretter rein. Sein Sohn Mateusz hilft beim Auszeichnen. Auf alles hier kommt ein Preis drauf. Aber es wird auch gefeilscht. Mit Menschen, die Antiquitäten zum Schnäppchenpreis suchen. Und Rafał macht nichts ohne sein kleines Büchlein. Warte mal, das haben wir bei Emil gekauft. Mal sehen, was haben wir dafür bezahlt? Schreib doch mal 590 Zloty, also 150 Euro für das komplette Küchenservice. Schade, dass hier die Milchkanne fehlt. Sonst könnten wir noch mehr verlangen. Jesław ist gelernter Koch. Sein Sohn Janek übt auch schon. Für das Abendessen zeigt der Familienvater seine Kochkünste. Aber beruflich wäre das nichts mehr für ihn. 300 Arbeitsstunden im Restaurant und das jeden Monat, 9 Jahre lang. Da hat man einfach genug. Dann habe ich probeweise mit dem Sperrmüll und den Möbeln angefangen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das, was ich jetzt mache, so faszinierend ist, also Möbel renovieren und verkaufen, dass ich nun schon 12 Jahre dabei bin. Und dieses Geschäftsmodell lohnt sich für ihn und seine Familie. Ich bin stolz auf das Ergebnis meiner Arbeit, das macht mich glücklich. Es bleibt etwas für dich und man gibt andere Dinge an andere weiter. Das ist doch toll und angenehm. Allerdings muss dadurch der 10-jährige Janek häufig auf seinen Vater verzichten. Auch das ist nicht immer leicht für alle. Wenn er abreisen muss, lasse ich mich von ihm in den Arm nehmen, denn ich habe schon direkt Sehnsucht. Du bist doch daran gewöhnt. Ich verschwinde 2-mal im Monat für 5 Tage, aber dann komme ich zurück. Dann ist es nett, warm und manchmal heiß. Nicht alles aus dem deutschen Sperrmüll landet im Verkauf. Seine Lieblingsstücke hebt er auf. Zum Beispiel dieser Stuhl. Der war total ruiniert und zerrissen, aber die Form ist so schön, dass ich ihn restauriert habe, damit er seinen Charme wiederbekommt. Und jetzt ist er doch toll. Schon vor dem Wochenende kommen die Profis zu Rafał, die sich auskennen. Der hier hat's auf Silber abgesehen. Das wiegt einiges und ist echtes Silber. Das gebe ich dir für 2100 Zloty, also 500 Euro. Wenn Rafał nicht gerade verkauft, dann telefoniert er ständig. Händler und Kundengespräche. Zum Beispiel über dieses Prachtstück mit viel Messing und Bronze. Das hat er für eine Interessentin gesucht. Das ist eine gewölbte Scheibe. Die darf nicht kaputt gehen, das wird sonst teuer.
Dann habe ich sie von unterwegs aus angerufen, ihr Fotos geschickt und nach 10 Minuten sagte sie, nehmen Sie es für mich. 5.000 Euro hat er beim Einkauf dafür bezahlt. Nach der Restaurierung wird er guten Gewinn damit machen. Manchmal kauft der Antiquitätenjäger ins Ungewisse hinein, sowie 20 Kartons aus einer Wohnungsauflösung in Aachen. Darunter historische Zeugnisse des deutschen Angriffs auf Polen. Die Fotos zeigen den Septemberfeldzug und den Überfall auf Polen. Das Album gehörte auf jeden Fall einem deutschen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg durch Polen marschiert ist und wohl auch in Frankreich war. Das ist traurige Geschichte. Am liebsten würde ich dieses Album an ein Museum verkaufen. 2. September 1939, ein brennender Lastwagen. Tschatsch ist ein besonderes Dorf. Es liegt günstig zwischen Posen und Breslau. Und auch für deutsche Kunden ist die Anreise über die Grenze nicht so weit. Am Anfang waren es nur wenige Händler. Jetzt sind schon mehr als 200 mit dem Verkauf von Trödel und Antiquitäten beschäftigt. Am Wochenende ist hier richtig was los. Kunden aus nah und fern. Auch im Zelt von Wiesław geht es rund. Jetzt verkauft sich der Kleinkram, von dem er immer so viel braucht. Malgorzata Konieczynska hat es auf den Stuhl abgesehen. Was wollen Sie dafür haben? 250 Zloty, 60 Euro. Nein, das ist zu viel. Ich schlage Ihnen 100 vor. Weniger als die Hälfte? Sagen wir 200 Zloty. Und ich kaufe ihn. Okay, ich gebe Ihnen 100 Zloty Rabatt, dann ist es ein ehrliches Geschäft. 35 Euro, Sie sind sich einig. Das ist genau das, was ich heute gesucht habe. Der kommt auf meine Terrasse und dann lasse ich mich von allen bedienen. Glückliche Kundinnen. Doch trotzdem ist viel weniger Umsatz in diesen Zeiten. Uns fehlen halt die Kunden aus den großen Städten und auch aus den Dörfern. Das kann am Wetter liegen oder an der Pandemie. Viele haben auch ihren Job verloren. Dann haben sie einfach kein Geld mehr für die schönen Sachen hier. Auch auf dem Hof von Antiquitätenhändler Raffau ist es durch Corona etwas ruhiger geworden. Aber seine Ware findet ihre Käufer. Kaiserliches fürs Wohnzimmer. Ich bin Kunsthistoriker und interessiere mich für das 19. Jahrhundert und besonders für Deutschland. Ich bin schon zum zweiten Mal hier. Der Ort Tschatsch ist bekannt seit vielen Jahren und dass man hier interessante Dinge finden kann. Ware aus Deutschland gibt es viel bei Raffau. Bücher, Möbel und Schmuck. Aber deutsche Kundschaft ist seltener geworden seit Ausbruch der Pandemie. Der Belgier Dolf Legen und sein niederländischer Freund Stefan van der Hallen sind auf einer Rundreise hier vorbeigekommen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir hier angekommen sind. Kommen Sie häufiger zu Raffau, um hier einzukaufen? Ja, jetzt ist das erste Mal, aber jetzt kommen wir hin und her. Ne? Jetzt würden wir das öfter machen. Ne? Das ist unglaublich, was hier vor Leute sind und Verständen und Material. Das ist unfassbar. Sehr schön. Die beiden handeln selbst mit Antikem und sind fündig geworden. Das ist Louis Gass. Das ist in Frankreich gemacht. Das ist auch eine Glocke, das ist Renaissance. Kommt auch aus Frankreich. Das ist Louis XVI. Ungefähr ein Tisch von 1880.
Sehr schön gemacht, vergoldet, mit Marmor einlegen. Unsere Großpolen, Wilkopolska. Fachgespräche. Raffau packt seine Deutschkenntnisse aus. Es geht um die Wegwerfgesellschaft. Es ist so, wenn du alte Möbel kaufst, die Qualität ist sowieso 10-mal, vielleicht 20-mal besser als die neuen Möbel. Die Pressplattenmöbel, ich habe es nicht über das Vintage, aber die Pressplattenmöbel, was jetzt gebaut werden bei den großen Geschäften, und das wird ineinander gesetzt, einmal ineinander, einmal auseinander. Und es ist wackelig, es wird weggeworfen, dann muss es entsorgt werden. Sonntagvormittag ist Hochbetrieb. Direkt nebenan dreht Jungbauer Bartosz Wojciechowski seine Runden auf dem Maisfeld. Wenn hier am Wochenende immer so viel los ist, irritiert mich das schon. Man kommt ja kaum noch durch das Dorf. Leute verstellen die Einfahrten, man kommt kaum aus dem eigenen Haus. Wenn ich keinen Zaun hätte, würden sie auch noch unter meinen Fenstern durchlaufen. Aber ich lebe mein ganzes Leben lang hier. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Daran gewöhnen musste sich auch der Priester am Dorfrand. Denn statt sonntags in seine Kirche zu kommen, sind viele seiner Schäfchen ganz woanders. Priester Piotr Markiewicz begrüßt seine Gemeinde. Der Sonntag ist im streng katholischen Polen der Tag des Gebets und des Innehaltens. Wegen Corona dürfen ohnehin nicht alle Gläubigen rein. Doch viele seiner Schäfchen bekommt Priester Markiewicz sonntags eher selten zu sehen, denn die sind dann ja mit ihrem Warenverkauf beschäftigt. Der Sonntagshandel schmerzt mich. Viele Menschen, die nach Tschatsch kommen, wissen gar nicht, dass es hier eine Kirche gibt. Es wäre schon gut, wenn die Menschen in Erinnerung behielten, dass es neben dem Sperrmüll auch unsere schöne gotische Kirche gibt. Wenn ihn Kollegen fragen, wo er tätig ist, sagt er immer: Ich arbeite im Europäischen Zentrum für Gebrauchtwarenhandel. Und er beichtet: Als ich diese Pfarrgemeinde vor 16 Jahren übernahm, da habe ich ja auch dort eingekauft. So habe ich meine Küche und das Schlafzimmer ausgestattet und ein Sofa erworben. Aber in der letzten Zeit gehe ich da eigentlich kaum mehr hin. Kirchenpflichten gegen Kommerz. Längst läuft das Geschäft nicht nur über die Laufkundschaft. Der Internetverkauf hat stark zugenommen, auch bei Rafał Gibiorczyk. Arian beim Fotoshooting. Das ist hier Family Business. Ich mache die Fotos und übernehme später auch den Transport zum Kunden. Rafał ist mein zukünftiger Schwiegervater. Eigentlich können wir Arbeit und Privates gut trennen. Naja, manchmal streiten wir über Unpünktlichkeit beim Arbeitsbeginn. Edle Möbel auf einem polnischen Verkaufsportal. Und der Chef kontrolliert auch genau, was dann im Internet wie angeboten wird. Jedes Detail der Beschreibung muss präzise stimmen. Vor der Corona-Pandemie hatten wir etwa 20% zusätzlichen Umsatz über das Portal. Jetzt sind es fast 40% mit Social Media. Die Kunden kommen aus ganz Polen, manchmal auch aus ganz Europa. Manchmal verkaufen wir was nach Deutschland, Belgien, Frankreich oder Holland, sogar bis nach China. Diese beiden Brüder haben sich auf Rafos Hof eingemietet. Ihr Geschäftskonzept läuft über das weltweite Netz. Sie fischen ihre Ware bei eBay, meistens aus Deutschland. Also von Aachen, Münster und bis Koblenz. Also das ist unser Ring, wo fahren wir. Also dann machen wir eine Durchfahrt, ja, über Nordrhein-Westfalen. Und wenn er dort Prachtstücke ersteigert, geht er auf die Reise, um es abzuholen. Das ist im Moment komplizierter, wegen Corona. Hotel in Deutschland geschlossen, nur für
Wir arbeiten für Geschäftstätigkeit. Das ist also für uns aus Polen, die Hotels sind geschlossen. Ja, wir müssen Auto schlafen. Also seit Jahren kauft Jarosław seine Möbel fast ausschließlich in Deutschland. Manchmal sind dann auch richtige Schätze dabei. Gerne zeigt er den Fund seines Lebens. Das ist wirklich einmalig. Das ist eine Aussteuertruhe aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Ich habe sie für einen super Preis von 100 Euro im Internet gekauft, während sie 50 Mal so viel wert ist. Ich fühlte mich, als hätte ich im Lotto gewonnen. Sowas passiert nur einmal im Leben. Für Wiesław ist es wieder soweit. Er fährt in den Westen Deutschlands. Dort sucht er den Sperrmüll, von dem er und seine Familie leben. Nach langer Fahrt ist er angekommen in Nordrhein-Westfalen und fährt langsam die Straßen ab. Jagd nach Sperrmüll. Wann der rausgestellt wird, weiß er aus jahrelanger Erfahrung. Klar, da steht häufig auch nur Schrott auf der Straße. Aber da vorne, das könnte was sein für ihn. Der kleine Tisch ist gut, für Blumen vielleicht. Etwas dreckig, aber das kann man abschleifen, dann ist er wie neu. Mit Kennerblick geht ja alles schnell durch. Das Holz ist super, aber hier fehlen Teile. Die müssen doch irgendwo hier sein. Nein, die sind nicht da. Diese kleinen Taschen, die kommen aber mit. Und das ist eine Entdeckung. Ein toller Spiegel zum Hinstellen oder Aufhängen. Und es gibt Nachschub. Aber so große Sofas, selbst wenn sie noch gut in Schuss sind, passen nicht in seinen kleinen Laster. Auch das große Klappbett ist nichts für den Sperrmülljäger. Ja, super, also wir haben hier mehrere Fahrer gehabt, die vorbeigekommen sind. Und wenn wir mal Fahrräder, was auch immer, im Garten hatten, die wir nicht mehr brauchten, haben wir den natürlich angehalten, gefragt, ob sie das brauchen. Und er sammelt jetzt zum Beispiel so Möbelsachen, genau. Ich finde das gut, für das wiederverwertet wird. Man versucht ja einiges noch zu verkaufen. Es geht nicht alles zu verkaufen, aber wenn dann so Leute kommen wie der Wiesław, finde ich super, dass die einen einsammeln. Wiederverwerten, wiederverkaufen, wie auch immer, nach Polen transportieren. Ich finde es gut. Spielplatz Sperrmüll. In Deutschland wird viel weggeworfen. Dass es dann von Menschen wie Wiesław eingesammelt wird, ist offiziell mindestens eine Ordnungswidrigkeit, aber gängige Praxis. Die Mutter von Tilda und Jannis findet das sogar sinnvoll. Verbrechen ist es ja in dem Sinne nicht. Ne? Das ist ja nur, wenn ich etwas nicht mehr brauche, dann stelle ich es an die Straße und wenn jemand anderes es braucht, dann nimmt er es mit. Es ist doch, gibt doch nichts Besseres an der Stelle, oder? Den ganzen Tag lang dreht Wiesław seine Runden und hält Ausschau nach Brauchbaren. Abends übernachtet der Sperrmüllsammler auf einem Autobahnrastplatz. Sein Bett bereitet er sich im kleinen Fahrerhaus. Unbequem, aber kostenlos. Noch ein wenig surfen oder eine Nachricht an die Frau. Wenn du dich daran gewöhnst, dass du hier alleine bist, dann ist alles okay. Aber wenn zu Hause etwas Schlimmes passiert, meine Frau ist krank oder die Kinder oder etwas anderes Schlimmes, dann würdest du am liebsten aus dem Auto herausspringen und nach Hause laufen. Während Wiesław diese Woche in Deutschland unterwegs ist, arbeitet Rafał in seiner Werkstatt. Feinarbeit an einem alten Tisch. Rafał Gbiorczyk ist gelernter Tischler. Jetzt zeigt er seine Künste an Antikem.
Ein restauriertes Möbelstück ist natürlich mehr wert. Dieser Tisch ist um die 120, 130 Jahre alt. Da ist es doch kein Wunder, dass er in dieser Zeit mehr als einmal bearbeitet wurde. Zu tun hat der Meister noch genug. Seine Möbelschätze aus vergangenen Jahrhunderten warten nur darauf, dass er Hand anlegt. Dieser Stuhl ist aus dem Jahr 1860. Da haben wir die Armlehne getauscht, weil dort Holzwürmer drin waren und die haben großen Hunger. Erst tauschen wir die Lehne, dann wird sie poliert und zum Schluss wird alles neu gepolstert. Wjesław hat in Deutschland noch was aufzuladen. Da hinten steht ein Haus, in dem ich vor zwei Wochen schon mal war. Ein Bewohner lud mich in die Wohnung der verstorbenen Großmutter ein. Da habe ich mir ein paar Dinge ausgesucht, die ich jetzt abholen kann. Das ist also kein Sperrmüll, sondern ein Geschenk. Sie können es nicht mehr gebrauchen, wir aber umso mehr. Der Kastenwagen ist voll bis unter die Decke. Jetzt macht er sich mit seiner Beute wieder auf den Heimweg. Diese 800 Kilometer nach Hause sind zugleich viel und nicht viel. Auf halbem Weg eine Pause und für zwei Stunden die Beine vertreten, sich strecken, Kaffee trinken und weiter. Diesmal gibt es kaum Verzögerungen durch Staus und keine Unfälle auf der Strecke. Er kommt gut durch. Damit sich so eine Tour überhaupt für ihn rechnet, muss er später mit der Ware deutlich mehr als seine Reisekosten von 300 Euro reinholen. Zur Arbeit fahren ist manchmal ein Drama und es fällt einem schwer. Aber die Rückfahrt vergeht mit einem Lächeln. Rafał Gibiorczyk schmiedet zu Hause Geschäftspläne mit der Familie. Alle am Tisch helfen mit im Antiquitätengeschäft. Klar, da klappt die Trennung von Arbeit und Familie nicht immer. Es wird schon viel Arbeit mit nach Hause gebracht. Wenn mein Mann auf Arbeit der Chef sein will, dann soll er das sein. Aber nicht zu Hause. Da bin ich die Oberchefin. Einkauf, Verkauf und Versand. Rafał freut sich, dass alle hier mitmachen. Wir sind ja noch jung und alles kann sich schnell ändern. Aber im Moment denke ich, dass wir unsere Zukunft mit Tschatsch und unserem Möbelversandgeschäft verbinden. Der Antiquitätenjäger wartet ohnehin nur noch auf den ganz großen Fang. Ich suche die ganze Zeit nach einem Rembrandt und irgendwann ist es soweit. Dann kaufe ich eine Yacht und wir machen eine Weltreise mit der ganzen Familie. Bis dahin hofft er, dass die Geschäfte gut weiterlaufen. Kunden kommen, auch wenn es durch Corona weniger geworden sind. Bald besuchen ihn auch wieder mehr deutsche Antikjäger, da ist sich Rafał sicher. Mehr Geimpfte heißt mehr Lockerungen an den Grenzen. Dann können Ausländer wieder leichter zu uns reisen. Wjesław ist wieder zurück in seinem Zelt. Er montiert neue Ware. Mehr als die Hälfte der Möbel muss bearbeitet werden. Schleifen, Schlösser austauschen, es gibt jede Menge zu tun. Hier bei diesem Möbelstück musste ich die ganze Platte erneuern. Kundschaft gibt es an diesem Nachmittag eher wenig. Punkt 15 Uhr macht Wjesław immer dicht. Das wird schon werden. Wir haben es schon so lange geschafft, dann geht es auch weiter. Und die Deutschen sollen uns weiter einladen, ihren Sperrmüll rausstellen, ausziehen, umziehen. Wenn es so bleibt wie bisher, wird schon alles gut gehen.
Tschatsch, das polnische Dorf der Dinge, gibt alten Fundstücken neuen Glanz für eine erfolgreiche Zukunft.